シシキーハゲラフィミーロクラーグオキーラリファラジムーテテオスラージ ラドキレリザ。ダレク、タドリ、アギスフィネク、フィダレーム、ラグ、ガムスギリアーキ、ファテイムラギーレ、フィダレーム、ティオス。ガリアス・グランツ、エルグーシ、ルミニュネーダ、モエベタミーガ、ザファレテロード、ヘリオット、メーラ、ダーン。
リンガーラ、ルキアール、モラドムジール。ミジョクモ、ウギロドール、ゲニラムス。テドラモファ、メリドロール、モロファメド、ドガーレ。ルーガリモージ、ロザフィドーラ、ジラ、イミラール、ルマキローダ、リットーゼ、モレロドジガレード、ローラのジーロ、リドビオラ、ユラマリザローラ、クイジコーモ、レグールラマロック。Ja, moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zum heutigen Part, zu dem Endboss. Oh, ich gönn mir mal den einmal Pantex hier, ne? Und die Nebelschnecke. Tu du, ich muss mal eben meine Ausrüstung nehmen. Ich hab das Set noch an. Jetzt machst du dir auch 10 Millionen Sets. So, wir haben Kanonenfutter dabei und Kai tut seine Dinge. Das hab ich eigentlich auch meinen drauf. Ich sollte eventuell auch mal eben kurz was an der Waffe ändern. So, jetzt habe ich mein Zettchen noch mal ein bisschen angepasst. Jetzt können wir den Krieg ziehen. Kai ist schon vorgegangen. Yeah, buddy! Komm her, Geismagorm! Ach ja, die Fotos, die habe ich hoffentlich gerade eben schon eingeblendet. Was ist das denn für ein Ding? Achso, Drachenspeer. Diesen Schwein kommen doch 100 Pro ab. Ja, das ist okay. Ey, man kann es jetzt hier auch in einer Hinsicht positiv sehen, dass er so riesig ist, ne? Du kannst nicht daneben hauen. Doch. Ich hab's getan. Was denn? Der hat sich bewegt. Haben wir einen Schleimkäfer, den wir mal zufällig werfen könnten? Nicht hier. Das war eher so ein Grundraum. Komm weg, komm weg, komm weg, hinter den Stein. Ich? Ja, du. Steinchen. Warte, dafür muss ich mich opfern. Foto! Ich wollte ein Foto haben. Das war's wert. Riskiere ich dein Leben dafür. Wenn ich dafür ein richtig geiles Foto krieg? Irgendwie muss ich ja meinen Victory besiegeln, in der Hinsicht. Warum hebst du genau jetzt den Fuß? Dass du jetzt wie ich daneben geschlagen hast. Ach, jetzt weiß ich's. Oh, Drachenschwertsignal. Wo trifft der denn? Von wo kommt der überhaupt? Von oben. Aktivieren einfach, der trifft ihn immer. Der Kai hat diesen Kampf schon einmal gemacht. Und scheint was gebrochen. Direkt ins Kreuz gesaugt. Komm, er ist auf den Schweif, damit er abwischt. Da lächelt sich auch Kurio erbärmlich. So, ich mach mich mal für ein weiteres Foto bereit. Da kann man keine guten Fotos machen, ne? Wenn ich eben Fotos von meiner Attackenlinie da nehme. Aua! Wieso versucht deine Kamehameha? Bevor du deine Fotos verschießt, das ist ein zweiteiliger Kampf. Der kriegt noch eine zweite Form dazu. Okay. Wie gesagt, Kai hat diesen Kampf schon gemacht im Gegensatz zu mir. Selbst da ist hier, weil ich den unklaren Vorteil habe, dass ich weiß, dass der sich verwandelt.
Das ist durchaus zu schlecht. Wandeln die sich nicht immer, wenn sie zum Schlechteren? Lass das. Nein, aua. Nein, ich will das nicht. Aber es ist ja wirklich wie bei dem Kaedos damals bei Tri. Der hatte auch zwei Phasen. Eine, wo du ihn hinterherjagst und dann nochmal eine, wo du ihn bekämpfst. Das sind Steinchen. Guck mal, ich wollte mich nicht bewegen. Ich habe mich in die Steinchen reingezogen. Als ob er sich selber Schaden macht. Mhm. Was ist drauf? Nein. Die auch zu schön. Oh, er hat Donnerpist. Danke, Katze. Stimmt, ich hätte meiner Katze auch Stolper für diesen Kampf geben sollen. Es wird eine Heidenarbeit, das Ding hier abzusäbeln. Ein Schweig ist größer als mein ganzer Körper. Allein eine Kralle ist so groß wie mein Körper. Wie man ihn brechen kann. Hilfe. Ja, ich hatte gerade so ein ähnliches Problem. Oh Kacke, ich bin gelähmt. Fiora, hau mich! Danke! Oh, danke, Fiora. Danke. Hier, friss meine Wurfmesser. Die nutze ich immer, wenn ich die Viecher auf mich aufmerksam machen will. So zur Antwort von Fest. Aber ein Kampfwurf ist ja überhaupt keinen Sinn. Tatsächlich kannst du mit dem sogar Monsterteile ab. Ja, aber dafür brauchst du Geduld. Ja, sehr viel sogar. Also von rein Schadenswert her lohnt sich schon nicht. Oh, zweite Phase. Ein Moment. Jetzt müssen wir noch mal ein Gebiet. Warte, ich wetze erst. Hab ich auch gerade gemacht. Wollen wir uns auch noch den Ausdauerboost hier gönnen? Mit dem Ausdauerling? Und den Seilkäfer? Käfer gibt es unten auch. Ja, aber dann habe ich einen mehr zur Verfügung. Deswegen nehme ich ihn. Auf in die Schlacht! Jetzt ist der Akku. Um Gottes Willen, jetzt sieht er auch wirklich aus wie ein Dämon. Also, mein Gott, sieht der geil aus. Oh! Was zum Werfen? Ja, hier hast du jetzt auch die Käferin liegen. Ich hab ihn direkt in den Flammenkäfer reingeschmissen. Und da ist was zu bluten. Loot. Das ist es wert! Ich weiß schon, wovon ich für gerne hätte, aber der hat wahrscheinlich noch den Ultra-Angriff. Ich hatte einige heftige Geschirr verteilen kann. Ich merk's!
Zum Glück lag ich gerade in dem Moment der Mega-Explosion. Ei, Merlin, nicht umfallen! Ohne Merlin können wir nicht überleben. Er hat die meiste Power. Ja, ich auch nicht. Ich will nicht. Ich bin in ihm drin. Oh. Das hat mich getroffen. Feuerball. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Flamling Gun. Der Konter wäre richtig zumindest gewesen. Oh, da haben wir einen heftigen Endboss. Aua! Feuerregen! Oh, hallo Nebelschnecke! Oh, Katze ist gut. Katze macht Wasser. Katze hat Wasserpest ausgelöst. Rasenkatze, die. Kannst du mal aufhören, mich die ganze Zeit essen zu wollen? Nee, du siehst wahrscheinlich nicht lecker aus in deiner blauen Schale mit der Schnecke auf dem Kopf. Ja, vor allen Dingen, der braucht ja nicht mal kauen, der kann mich in einem runterschlucken. Kann etwas so Großes so schnell sein? Weil ich mich beim ersten Mal aufgeschlagen habe. Freue ich mich, den hinterher noch mal ins Handeln zu machen. Seine Reaction. Und jetzt ist vom Pferd Ballisten. Wir haben die Ballisten. Die Ballisten? Oh. Ich bin von mir gefallen. Feuer drauf los, Kai! Feuer! Feuer, vielleicht in den Kugeln. Die muss ich zielen. Mit den leuchtenden Kugeln? Ja, abschießen oder ausweichen. Ach verdammt, man hat hier keinen guten Winkel. Ich wollte davon ein Foto machen, aber ich hatte keinen guten Winkel. Ich hoffe einfach, das kommt nochmal vor. Ja, das wird noch ein paar Mal passieren. Ja, dann weiß ich ja, wovon ich jetzt noch ein Foto mache. Wenn ich sehe, der ist fast oben, dann renne ich nach hinten. Das nächste Mal. Das. Das wird übrigens wahrscheinlich die längste Folge, die wir haben werden. Ja, das ist durchaus möglich. Ich weiß, wie viel Leben er tatsächlich hat, wenn er durch die Zeit macht. Ja, da ist ja immer so ein Unterschied. Ja, Konter gesetzt. Ist das. Da flog Kai. Nicht sterben, Kai. Ich dachte nicht. Oh, Feuerregen. Hilfe? Guck mal nach oben. Ich weiß, da fließt ein Feuerkegel. Aus der kommt der Feuerregen. Funktioniert das eigentlich? Nee. Hätte ja sein können. Hier steht übrigens eine Nebelschnecke rum, weil du sie nutzen willst. Hab sie gerade gesetzt. Der Fiora glitscht bei mir gerade so hart.
Warum zählt das nicht als ein Angriff? Hätte das perfekt gekontert. Ich hab zu früh gezogen. Lass das! Können Sie eine schlagen? Habe ich noch nicht ausprobiert, aber vielleicht. Kann ich auch die Punkte abschießen? Nein, du musst deinen Körper abschießen. Hi, hi, drauf! Ich hab keine Möhre drauf. Nee, nimm lieber eine Kanone statt der Blüte. Mehr wie. Okay, ich hab Foto machen. Ich hab gesehen, du hast aufgehört zu schießen. Ey, ich hab ein geiles Foto. Das ist es wert. Da ist eine Supernova auf einmal. Er hat einfach den Nuke gezündet. Der ist auch nicht drauf. So was willst du nicht im Spiel erleben, ne? So ein riesiger Fetzer, der auf einmal auf die Draufschuhe kriegt. Interessant, dass ich mit grüner Schärfe noch bei dem durchkomme, bei so einem Erzdämon. Das sind Enrage, ne? Die vordere linke ist kaputt. Ich sehe die andere auch. Ich gehe gerade auf die Schnauze. Ich weiß nicht, ob ich das war oder ob du was kaputt hast. Ist aber etwas kaputt gegangen. Die Schnauze, aber ich kann zweimal brechen, weil du die Schnauze und die Hörner brechen kannst. Aua. Achtung! Ja! Endlich mal eine Herausforderung von dem Gegner, wird es wert sein, an meiner Wand zu hängen. Katze, schlaue Entscheidung. Ja, ich stehe unter ihm, da kann man glaube ich weiterhauen. Der ist fest genug, dass der die Feuerwelle nicht an mich rankommt. Ich stand auf einem Boden unter dem Spiel. Ich stand unterm Bauch. Dein Körper blockt das schon für mich. Wie kann man bei sowas Fetten daneben hauen? Sag ich nicht. Ich muss selber nicht wissen. Das hast du nicht geschafft. Genau. Hau mal die beiden da hinten. Ich muss mal eben mein Schwert noch schärfen. Was heißt ja, hau die da hinten? Der soll auf die Ora gehen. Das ist wenigstens nicht schlimm. Wir haben wenigstens einen Sandsack dabei. Aua! Ich wurde einfach aus der Luft geholt. Der ist über den Boden gejettet. Jura tot. So, dann hebt sie auf. Bin dabei. Ich bin Gentleman. Oh, dann kriegt das mal auf. Die sind bei mir tatsächlich bisher noch nie gestorben, deswegen war ich verwundert. Hilfe! Jetzt spielt er noch Labyrinth mit dir. Nee, vergiss es, da gehe ich nicht durch. Ich bleib hier stehen, wo ich sicher bin. Soll er doch selber mit seinem Labyrinth spielen. Ich
Naja, bei diesen ganzen Monstern, beim Monster Hunter ist es ja eigentlich auch immer so, dass du mindestens so 10 Punkte gefühlt hast, die du brechen kannst, ne? So, da nichts zum Brechen zu haben. So, jetzt will ich mal ausprobieren. Wo sind die Punkte? Oder klettert der noch nicht? Doch, der will klettern. Ich will gucken, ob mich das erschlagen kann. Und eine Filmsequenz. Das war ein nicer Schlag. Wieso falle ich jetzt ab? Ist sein Rücken so hart? Ich habe blaue Schärfe. Autsch. Ja, der war direkt an ihm dran. Herzlichen Glückwunsch, du hast das beste Item bekommen. Den uralter Drachenschatz. Das ist ja so gelohnt. Ich habe einen Schlammkäfer gefunden. Das ist gemein, das tut mir nicht. Nicht auf den Arm Shining schießen. Hilfe. Ich habe gerade die Laternenbombe gerettet. Ohne die wäre ich tot. Das kann ich nicht mehr heilen, das ist immer Zeit auf Töter. Wieso ist der so schnell? Der ist doch so riesig und fett! Ist das Body Shaving? Er ist fast tot! Wir haben die Schnauze noch kein zweites Mal gebrochen, oder? Arbeit dran. Ist leichter gesagt als getan, oder? Yep. Ja. Und solange du voll stehst, kannst du 10 deine Angriffe werden. Das mag ich. Ich will das nicht. Kommst du da? Im Ernst, die hat den Himmel hier jetzt nicht getroffen, der Finale geht davon. Ich hab noch getroffen. Alle liegen. Schnell, schnell, schnell! Hier wird einfach schnell Lebensstaub benutzt. Wenn ich schon dabei bin, ist hier vorne vielleicht ganz angenehm, das dabei zu haben. Wenn das hier vorne dran steht. Mein ja nur. Hier vorne mal die Necker aufgestellt. Lauf mit dem scheiß Labyrinth! Mag das nicht! Es geht doch endlich kaputt! Da ist das jetzt wohl. Ich habe schon getan. Aua! Du auch? Hm? Okay, das ist jetzt auch mein letztes Lebenspulver. Sonst nicht nur, weil ich jetzt irgendwie eine schnelle Heilung nutzen musste. Ey, so riesig, schnell, stark und hat natürlich auch noch eine riesen Range. Ich bin gerade mit dem Sakura-Team ausgerichtet. Ich bin fast tot. Danke, einmal Pantex. Schlag mich! Hallo. Boah, wie habe ich das überlebt?
schnell Maxi dran. Es ist ein Wunder, dass ich das überlebt habe. Danke, Konter. Das war die Schnauze. Das waren die Hörner. Jetzt darf er tot umfallen. Guck mal, Aussprichwort. Man muss es nur ansprechen. Und damit bist du nun unsere Bitch. Ist doch bestimmt so einer, wo man an zwei Punkten farmen kann. Also looten. Hast du an deine Fotos eigentlich gedacht? Ja, ich hab gemacht. Ich hab's nur diesmal nicht erwähnt. Es ist immer eine Befriedigung, wenn man so ein riesiges Vieh tot vor sich liegen sieht. So, habe ich recht? Kann ich an dir zweimal looten? Nein, kannst du nicht. Aber dafür viel. Schneckchen, ich rette dich. Nimm dich mit. Ja, Leute. Es kommt jetzt höchstwahrscheinlich noch eine Zwischensequenz. Deswegen wünsche ich viel Spaß bei der. Ich hoffe, euch hat der heutige Part gefallen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Hat diese Fans. アキファティム、ラーニフクーメン、エシム、ミハ、アーキスメラーティ、エルダークティテ、シーロ。 アルリデーラ・オニュシクジ・ルフーデ・オミーリシラ・ダーグ。 Cheers.
Ulysses por nación. Ríen por mí.